Hi, Leute! Und herzlich willkommen zurück bei Mario Kart. Sorry für die komische Unterbrechung. Ich muss hier noch was fertig schreiben. So, dann starten wir mal. Eine gemütliche Dreierrunde, why not? Diesmal ohne CPUs, wie angekündigt. Und ja, mal schauen, wie das so wird. Ich bin da echt gespannt. Ich meine, ja, so wenn man das reine Battlen ansieht, dann kann man da sicherlich uns drei recht gut vergleichen. Ich bin halt gespannt, ob ich es schaffe, relativ weit vorauszufahren oder ob es ein ausgeglichenes Match wird oder ob ich weiterhin so sehr übersteuere, wie ich gerade übersteuere. Erstmal ziehe ich mit dem erhöhten Tempo ganz gut an allen vorbei. Hopp, nein, verdammt. Jojo, schieß mich ruhig ab. Oder Kiara, von mir aus. Bim bam. Oh, what the fuck. Wohin fahre ich denn? Schüpp, schüpp. Nope. So rum. Wenn, dann muss ich hier auch ganz gut fahren. Hopp. Bam, bam, bam. Manti hat heute abgesagt. Das ist okay. Wie gesagt, ich werde, denke ich mal, in den nächsten paar Tagen öfters mal einen Tag nicht hier im Community Versus fahren, sondern wieder mehr Versus the World machen, damit ihr auch wieder Zeit habt, ein bisschen zu trainieren. Chip, weil ich ja weiß, dass viele von euch Schule und weiß, dass ich Arbeit haben und da nicht zu so viel Mario Kart am Tag kommen, und wenn dann alles bei Community Versus drauf geht, dann werdet ihr nicht unbedingt... Ich versuche natürlich, dass ihr da besser werdet, aber naja. Was heißt ich versuche? Ihr versucht natürlich, dass ihr da besser werdet, aber... Ja. Es ist halt nicht für jedes Skill-Level jemand dabei hier im Turnier. Was es manchmal recht schwer macht. Und irgendwas... Kommt doch da hinter mir. Nö. Ah, das war, glaube ich, die eine Pflanze. Okay, von mir aus. Nium, boing. So. Hier kann man schön um die Ecke driften. Ich finde es ja immer irgendwie ein bisschen doof, dass es hier diese Abgrenzung gibt. Ja, ja, triff mich. Ah, zu spät. Verdammt. Jetzt kriege ich kein neues Item rechtzeitig. Damit. So. Eine Münze, ja toll. Na super. Mit der Münze kann ich auch so viel anfangen. Egal, es reicht auf jeden Fall. Um zu gewinnen. Ja. Um zu gewinnen. Einfach nur um zu gewinnen. Natürlich bedeutet weniger Leute auch weniger Punkte. Das müsst ihr natürlich auch bedenken, wenn ihr solche Anforderungen stellt. Und so. Ihr wisst schon, weniger Punkte bedeutet ein Sieg. Obwohl ungefähr gleich schwer, wird anders gewertet. So. Ich schreibe hier gerade viel zu viel nebenher, sorry. Wieso kann ich nicht gleichzeitig reden und schreiben? I don't knuff. I really don't knuff. Okay. Dann... Fahren wir mal los. Twisted Mansion. Super cooles Level. Wo ich auch tatsächlich noch nicht alle Abkürzungen... Aua. Ja, toll. Danke für das Weg... Damit. Come on. Das war super Timing übrigens. So, dann werde ich einfach mal kurz hier meinen Pilz benutzen, um aufzuholen. Bam, bam, bam. So, ein paar Münzen sind immer gut. Da möchte ich immer dagegen fahren, aber es sind keine Bumper, die beschleunigen einen nicht. Oh, verdammt. Das war doof. Fly. Nope. Denied. So. Da-da-um.
Ich hoffe, das war nicht allzu fies. Ach, verdammt. Hier versuche ich auch immer einen Drift zu machen. Und bam, bam, bam. Ein bisschen Münze. Nein. Oh. Übrigens habe ich wieder die Karte nicht offen. Das ist doof. Ich möchte gerne wissen, wo meine drei sind. Deswegen drücke ich da jetzt mal während dem Fahren drauf. Das geht sogar. Bam, 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 bam. So. Ein bisschen beschleunigen. Eieieiei. Wenn ihr dachtet, ich wäre gestern schon müde gewesen, dann müsstet ihr mich heute mal sehen. Hab gestern eindeutig zu lange an meinen Videos gehockt. Ich liebe diese Musik. Und schupp. Komm an. So ist schon besser. Au. Das musste mich natürlich treffen. Naturally. Wow. Okay. What the hell, man? Not cool. Boah. So viele Panzer gerade auf dem Weg. Ein Glück, dass ich mich davon relativ fernhalten kann. Bam, 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 bam. So, meine Münze zum Schluss. Von mir aus wird mir jetzt nicht das Spiel versauen, aber ein bisschen mehr Abwehr wäre auch noch ganz gut gewesen. Was man natürlich jetzt auch weniger bekommt, sind alle Arten von... Okay. Sorry, Nick und Chiara sind gerade gleichzeitig ins Straucheln gekommen. Das war cool anzusehen. Ich dachte kurz, meine Verbindung wäre weg oder so. Ich wünschte, man könnte den unteren Bildschirm hier übertragen und so. Das wäre sowas von cool. Dann hättet ihr auch mal einen Sinn dafür, wo die anderen stehen. Das habe jetzt im Moment nur ich. Zu dritt macht das auch relativ viel Fun, finde ich. Und ohne die CPUs gibt es auch viel weniger blaue Panzer. Was mich als Erstplatzierend denn öfters mal freut. Sagen wir es mal so. Bam, 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 bam. So. Alle drei dieselbe Strecke. Alle drei denselben Geschmack an Stricken, glaube ich, ungefähr. So, und ich drehe die ganze Zeit meinen Stuhl gerade, deswegen ist meine Lautstärke gerade nicht so. Übrigens habe ich jetzt meine neue Maus, die ich mal im Infovideo angekündigt habe. Kabellos und so. Bin noch nicht hundertprozentig überzeugt von ihr. Am Anfang hat sie ein bisschen rumgesponnen, hat ein bisschen gedauert, bis ich sie eingestellt hatte. Aber mal schauen. Sie hat definitiv Potenzial. So. Lass mich in Ruhe hier. Solange ich hier perfekt fahre, kann mich hier keinen roten Panzer... Ah, verdammt. Da kann ich nichts machen hier. Kein Stunt. Schupp. Da wird gleich der Blitz einschlagen, aber ich komme dann noch rechtzeitig durch. Das nächste Mal hier. Au. Na toll. Das hätte man besser machen können. Aber na gut. Von mir aus. Ah, ich mag diese Strecke. So schön idyllisch. Und auch hier hat, glaube ich, ein Panzer relativ wenig Chance. Bam. Bam. Und ich schaffe natürlich jedes Mal hier den Turbo-Drift. Ja, ich glaube, diese Strecke habe ich schon relativ gut geübt. Bam, bam. Deswegen wird es auch mal Zeit, dass ich mehr online spiele hier. Dann, ja, keine Ahnung, vielleicht, ich behaupte mal nicht, dass ihr noch was von mir abschauen könnt, aber, wow, es war knapp. Help. So, Chiara ist ein bisschen weiter hinten, Nick ist auch ein bisschen weiter hinten. So, wer übrigens als erfahren möchte, werden hier eigentlich mitfährt in der Rangliste, die in der Beschreibung verlinkt ist, verdammt. Ja, das passiert, wenn ich über irgendwas nachdenke, deswegen, währenddessen. In der Beschreibung, in der Rangliste, da sind alle Spieler auch mit ihren YouTube-Namen vertreten, von denen ich zumindest weiß, bis sie damit gezockt haben. Fehlen sicher noch ein paar. Na, verdammt. Oh. Ja, 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 Chiara, das gefällt dir hier. Noch einen schönen blauen reindrücken. Und. Bam. Gut, dass mich ein Blauer hier nicht mehr wirklich aufhalten kann.
So. Außer es kommt noch mal einer. Ich glaube, Kiara macht gerade absichtlich langsamer. So. New Chance. Bam. Dum, dum, da, dum. Ah, die Strecke ist definitiv in Fleisch und Blut übergegangen. So oft. Oder, na doch, ich wähle sie eigentlich halt immer, wenn sie drankommt und so. Was nehmen wir jetzt? Wario-Abfahrt. Wario-Abfahrt. Ist, glaube ich, ganz okay. Bam, 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 bam. Kiara ist aufgeregt, okay. So, schauen wir mal. Ich kann ja nicht mehr antworten, wie gesagt, sobald man die Strecke ausgewählt hat und so. Oh, scheißegal. Ja. 2 zu 1. Die Chancen stehen gegen mich. Oh, in der Küche wartet noch eine warme Brezel auf mich, die nicht mehr warm sein wird, wenn ich hier fertig bin mit aufnehmen. Dammit. Und Fischstäbchen. Fischstäbchen mit Remoulade sind immer gut. Bei Mario Kart kann man ja ein bisschen off-topic reden. Manche würden es als Smalltalk bezeichnen. Ja, irgendwie schon. Letztendlich ist es ja leider das, was wir Let's Player machen. Ich meine, ich versuche ja ab und zu mal tiefgreifende Themen oder Themen, die euch interessieren, dran zu bringen, aber oftmals ist es halt auch einfach Smalltalk. Was soll ich da schon als Gegenargument anbringen? Bam, bam, bam. Ah, verdammt. Aber ich muss sagen, seit ich dieses Bike hier erkenne, ist mein Skill, glaube ich, auch nochmal ein bisschen gestiegen. Na, aber wenn ich es gerade nicht schaffe, das zum Mini-Turbo hier zu bringen. So, perfekt. Und knappes Driften. Ist mit diesem Bike definitiv möglich, auch wenn es kein innendriftendes Bike ist. So, so, so. Perfekt. Hopp, 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 hopp. Klappt zumindest einigermaßen. Aber ich denke, dass alleinig der Umweg, den man da als macht, manchmal nicht unbedingt den Weg rechtfertigt. Ich bin immer noch gespannt auf Glitches und so, die sie hier mal rausfinden werden. Ob es da irgendwann komplette Abkürzungen geben wird. Bisher sieht alles ganz gut aus. Ich meine, Nick bekommt, obwohl er so weit hinten ist, relativ weit hinten ist, nur ein grüner Panzer. Okay, Kiara bekommt, was war denn das? Ah, ein Stern, okay. Und bam, bam, bam. Wie gesagt, auf dem Gamepad hat man den kompletten Überblick. Und ich krieg's auch so langsam hin, während des Rennens runterzuschauen. Das gibt einem schon einen strategischen Vorteil. Bam, bam, bam. Oh je. Ja. Das trifft mich da nicht mehr. Ach, verdammt. Das hingegen schon. Sogar doppelt. Ja. Das ist schlecht. Ja, da kann ich nichts mehr machen. Dammit. Knapp gewonnen hier noch. Der gute Toadbrook Nick. Ah. Okay. Es wird echt eine niedrig wertende Runde hier. Wie viel Rennen noch? Festgelegte Anzahl absolviert. Okay. Dann, ja, werde ich euch hier noch kurz die Rangliste anzeigen. Und dann spiele ich, denke ich mal, so noch weiter. Und ihr habt noch einen schönen Tag. Falls euch gefallen hat, wie immer liken, falls ihr mitmachen wollt, in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Ciao, Leute!